Ja, ich bin ja kein neues Mitglied, schon ein paar Jahre dabei. Es ist einfach immer spannend, diesen Auswahlprozess mitzubegleiten, die neuen Startups zu sehen, zu gucken, was sie für Ideen haben und dann eben auch zu gucken, dass man dann bei so einer Veranstaltung auch jemand küren kann, der dann natürlich das als Anlass nimmt, haben wir jetzt auch bei Patron gesehen, dass es dann einfach weitergeht, weil es schon nochmal extrem Aufwind gibt, wenn man da jetzt auf der Bühne steht. Aber ich denke auch die vierten und fünften Plätze, in dem Fall glaube ich, war es, oder mal zumindest bei einem, wahrscheinlich auch begründet darin, dass der schon sehr weit war. Und das spielt dann immer auch so, wahrscheinlich so in dem Voting auch nochmal eine Rolle. Brauchen Sie es wirklich noch oder läuft das Ding auch ohne uns oder ohne diesen Preis weiter? Es war auch dieses Jahr also sehr, sehr spannend, weil wir waren also uns alle nicht so sicher, wer gewinnen wird.